War aber so um 1960 rum, haben ganz viele Menschen in Deutschland diese Viruserkrankung bekommen. Und bei den meisten oder bei vielen ist es so, dass auch das Atemzentrum betroffen war. Also sprich, man konnte nicht mehr aus eigener Kraft atmen. Und dazu gab es damals die eiserne Lunge, unter anderem. Oder, wie ihr wahrscheinlich auch viele kennt, die einen Luftröhrenschnitt haben, die auch hier mit Beatmungsgeräten rumfahren. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich war damals erst auch mit einem Luftröhrenschnitt und ich hatte auch so einen Schlauch im Hals wie die Leute hier, einige Monate. Und dann hat sich das alles wieder gebessert und ich habe dann wieder selber atmen können, aus eigener Kraft. Und dann war ich einige Jahre auch wieder zu Hause. Und dann hat sich das aber wieder so weit verschlechtert, dass ich in die eiserne Lunge musste, weil ich dann einfach keine Kraft mehr hatte, selber zu atmen. Gut, also ich war dann ungefähr 5 Jahre in der eisernen Lunge am Anfang, bis mir ganz schlecht ging, ganzen Tag und ganze Nacht. Und dann hat sich mein Zustand langsam wieder gebessert und dann war ich dann nur noch nachts zum Schlafen drin, weil einfach meine Muskeln, für die Kraft, die reicht für den Tag aus zum Schnaufen, aber in der Nacht müssen die sich erholen und dann übernimmt die Maschine, die eiserne Lunge, für mich das Atmen. Hatten Sie da nicht Platzangst? Also Platzangst habe ich keine gehabt, weil ich einfach Luft gekriegt habe. So, und es gab damals wirklich nur die Wahl, eiserne Lunge oder Luftröhrenschnitt als Beatmungsform. Seit Mitte der 80er Jahre ist ja so, dass ganz viele Leute mit Überbeatmungsmasken beatmet werden. Ich jetzt auch seit 1984. Weil eben mit der eisernen Lunge, das könnt ihr euch vorstellen, irgendwohin zu verreisen, das war fast nicht möglich. Man konnte dann nur irgendwo hinfahren, wo in irgendeinem Krankenhaus eben so ein Ding rumstand. Und das hat natürlich wahnsinnig viel Organisation bedeutet. Zum anderen, im Urlaub im Krankenhaus zu sein, ist jetzt auch nicht so toll. Stell mich nochmal kurz vor, mein Name ist Gerrit Schiefer. Ich bin 1956 geboren und bin 1958 an Kinderlähmung erkrankt. Und ich bin dann 46 Jahre in diesem Teil da gelegen. Die ersten 4 Jahre oder 6 Jahre, genau weiß ich das leider nicht, bin ich Tag und Nacht in diesem Gerät da gelegen. Das musste sein, weil ich selbstständig überhaupt nicht mehr atmen konnte. Diese Glaskuppel, die ist natürlich weg gewesen. Da hat mein Kopf rausgeschaut, da war ein Ring rum und so ein Kragen rum, mit dem mein Kopf dann durchgeschoben wird, sieht man ja da auch, und am Hals abgedichtet wurde. Damit keine Luft rein und keine rauskommt. Und die Kammer wurde dann betrieben mit Unterdruck und Überdruck. Das heißt, es wurde in die Kammer Luft reingeblasen und rausgesaugt. Dadurch wurde der Brustkorb angehoben und gesenkt, das heißt Ein- und Ausatmung. Und das hat für mich über 46 Jahre bedeutet, ich kann da weiterleben. Also hätte ich damals nicht so eine gute Ärztin gehabt im Krankenhaus, würde ich diese Atmung, die ich heute mache, noch nicht können wahrscheinlich, also ganz sicher nicht. Und aller Wahrscheinlichkeit wäre ich auch schon tot, weil 50 Jahre in dieser Kiste, das hält kein Mensch aus, glaube ich. Auf jeden Fall wurde das Gerät dann abgeschalten und dann hat man gesehen, dass ich Schnappbewegungen mache. Und dann hat man eben erkannt, aus Amerika gibt es diese Atmung. Mensch, das könnte jetzt tatsächlich diese Froschatmung sein. Und ich habe mir das wahrscheinlich beigebracht, weil ich einfach nicht sterben wollte. Ich wollte einfach unter allen Umständen leben.